Craig Van Dodo ist verunsichert. Und Terence Hill ist auch verunsichert. Alle sind sie verunsichert. So, wir müssen aber tatsächlich mal bei den Gehältern gucken. So wie bei Anulu. Was verdient er denn? 130.000. Anulu verdient 7.000. Okay. Ich würde sagen, das Geld gibt's her. Wir versuchen mal gleich die ersten Verträge zu verlängern. Da verschieben wir noch die restliche Kohle rüber und dann gucken wir mal in die Verträge. So. Minimale Ablöse und die Forderung können wir auch gleich erhöhen. Und Maverick. Transferstatus ändern, runter von der Transferliste, was soll denn das? So, dann gucken wir mal, was läuft denn alles aus? Welsh Striker zum Beispiel läuft aus. 7.000, ernsthaft? Tja, deswegen auch deine schlechte Form. Ja. So, pass auf, dann würde ich mal sagen, wir versuchen mal mit Welsh Striker zu verlängern. Er spielt regelmäßig, da freut er sich. Er ist Stammspieler. 2 Jahre würde er gern verlängern. So, und dann machen wir bei dir auch dasselbe wie bei allen. Höherklassiges Angebot fliegt raus, du kriegst 300. Zack. So, und jetzt haben wir nämlich das Problem. Die wollen jetzt natürlich hoch bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag, ne? Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir hier ein kleines bisschen mit Handgeld arbeiten können. Weil ich will jetzt nicht das ganze Gehaltsgefüge sprengen. Anulu, was los? Dann fragen wir Colin mal, ob er verlängern möchte. Boah, Alter. Die können wir ja nie halten. Was ist denn da los? Shit. Pass auf, da müssen wir das anders machen. Da nehmen wir mal Anulu. Okay, lehnt es momentan ab. Ah, jetzt haben wir die Probleme. Es war ja eigentlich klar, dass die kommen. Oh, wir haben Länderspielpause. Oh. Alter, Präsident sportlich, eine 4 von 20. Wie geht denn sowas? Wir sind Weltmeister geworden. Top-Transfers. Jo, da sind wir dabei. Haben auch ein teuer Geld für hingelegt. Ja, gucken wir mal. Spielt für den. Also, Leon Crawford ist leider weg. Der ist jetzt zu PSW. Und hat da einen Profivertrag unterschrieben. Bei uns wollte er nicht. So. Unterschreibt neuen Vertrag. Welsh Striker haben wir schon mal safe. Crawford behalten wir aber mal im Auge. Weil. War ja eigentlich Leonis Spieler, ne? So, mit Chucky müssen wir Folgendes machen. Den müssen wir mal in die Reserve verschieben. Der hat nämlich momentan in der ersten nicht wirklich Einsatzchancen. Anulu ist wieder fitter. Timblo. Geben wir ebenfalls mal in die Reserve. Es wird denen jetzt halt beiden überhaupt nicht gefallen, aber was muss, das muss. Kaum hat sie ihn, ist er weg. Leute, ich habe ihm noch ein Angebot angeboten. Ich habe ihm noch angeboten, dass er bei uns bleiben kann. Aber wir haben ja noch weitere Spieler. Leonie, wenn du noch einen möchtest, dann sag Bescheid. Wir haben noch ein paar. So, aber hier müssen wir erstmal wieder aussortieren.
Und wir haben gesagt, alles unter 30, ne? Okay, der ist 29, aber so wie eher eine 23 nach Hause. 26 nach Hause. Passt. So, also dann gehen wir mal ran gegen Bremen. Dresden. Ja, Bremen. Dresden natürlich. 1-0 an Nulu. Vielleicht findet Anulu jetzt zu seiner neuen Form zurück. Zu seiner alten Form. Ja, 1-2 hinten. Das nicht gut. Welsh Striker heute nicht so wirklich auf der Höhe. Schade, wieder 3 Punkte liegen lassen. Das Neuigkeiten wegen dem Auswärtstrikot oder lassen wir noch Zeit vergehen? Ich habe vorhin gerade gesagt, Auswärtstrikot, ich schreibe nochmal was in Discord. Ich bin übernächste Woche nochmal eine Woche im Urlaub, danach bestelle ich. Also wer sich bis dahin nicht gemeldet hat, hat dann Pech gehabt. Dann bestelle ich nämlich für Ecuador ein Heimtrikot, ein Auswärtstrikot. Ich will ein Auswärtstrikot und wer sich dann halt noch meldet. So. Wir sollten hier übrigens auch mal gucken. Karriere. Deutschland. Ne, warte mal. Wo sehe ich denn das? Karriereoption. Kann ich nicht irgendwo... meinen aktuellen kann ich da nicht irgendwie den Vertrag auch verlängern beim Dings mal anfragen? Ach, Vertrag Nationalmannschaft. Vertrag verlängern. Ihr Vertrag wird nun um ein Jahr bis zum 28 verlängert, alles klar. Okay. Ich hätte gerne mal noch vielleicht ein bisschen verhandelt, aber... So, Portugal. Nations League. Toll, Antonio hat sich verletzt. Toni! Dann muss Morgala rein. So. Okoku rein. Havertz rein. Neuer Jugendspieler, Ahmed Abdallah. Nee, sorry, Ahmed. Und Jojo ist wieder fit. Mal gucken, haben wir jetzt hier Training? Oh ja, wir haben hier mal tatsächlich... Können wir hier mal noch ein Freundschaftsspielchen machen gegen schwache Gegner irgendwas? Dass wir wieder ein bisschen reinkommen noch. Wir haben ja noch gar kein einziges Freundschaftsspiel gemacht, ey. Schnell mal was futtern, das klingt ja sehr romantisch.
Warum ist die Stimmung jetzt eigentlich wieder so schlecht? Das ist auch Freundschaftsspiel, da darf Gustavo da Walle mal ran. Er für Colin mal rein. Rechtsverteidiger mal rein. Maverick kriegt mal eine Pause. Jojo braucht noch einen Moment. Boot kommt mal rein. Er darf mal von Anfang an spielen. Campbell spielt rechts außen. Ja, für ein Freundschaftsspiel. Mit drei Frauen essen. Oh, dann kam Maverick nicht zu Wort. Dann kam Maverick nicht zu Wort. So. Dann einmal fix durchgewechselt. Zack. 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 Colin rein. Thompson rein. Amar rein. Passt. Also. Ausgemachte Maultaschen. Junge, Junge, Junge. Jan Regensburg möchte Maverick haben. So, Deutschland, Belgien. Ja, komm, bring was hinter uns. Sollte eigentlich, ja, zack. Sollte eigentlich gut laufen, 1-0 hinten. Boah, wenn das so weitergeht, fliegen wir gleich raus. Einzel gegen Belgien verloren, Alter. Anulu mag keine Hunde. Bist du auch eher der Katzentyp, Anulu? Eine Dame wollte mich direkt zum Renovieren mitnehmen. Ah ja, so sind sie, die Frauen. Ja, ich auch. Bin auch eher der Katzentyp. Mit Hunden kann ich auch nicht so viel anfangen. Ich bin schon okay. Und deine größte Stärke ist deine Bescheidenheit, ne? Ist ja klar. Wenn die immer nur den Körper wollen, die Frauen, ganz schlimm. Boah, Alter, was haben wir jetzt wieder an den Dings rumgedreht, an den Verträgen oder was?
Eben. So. Moral. Maverick ist, legt Wert auf Gespräche. Ja, machen wir doch. Du bist wichtig. Du kannst nicht einfach gehen. Ist hin und her gerissen. Ich finde es ja toll, dass sie mich gerne in der Mannschaft haben wollen. Aber auf anderer Seite ist eine einmalige Chance. Ich würde mich später ärgern, meinte er. Ich muss darüber nochmal nachdenken. Gib dir einen Ruck, Mann. Der Anulo will nicht verlängern. Da müssen wir jetzt aber trotzdem nochmal schauen. Gustavo Davalle. Gut. Na, das sind alles Spieler, die wir nicht gehen lassen können, ne? Also Leute, wir müssen uns überlegen, was wir tun. Wir müssen uns echt überlegen, was wir tun, weil jetzt ist der Punkt gekommen, wo die Gehälter haben wollen, die jenseits von Gut und Böse sind, die wir über kurz oder lang nicht mehr bezahlen können. Wir können maximal so zwischen 150 und 180.000 Euro uns bewegen. Aber jetzt guck mal hier bei FIFA Rules. Da tut sich gar nichts, ne? Und dann könnten wir höchstens halt hier ein Mordshandgeld hinlegen, dass der den Vertrag unterschreiben wird. Das bedeutet, wir werden nicht drum rumkommen, die Spieler zu verkaufen, bevor wir sie ablösefrei gehen lassen. Es wird sonst nichts mehr. Dasselbe haben wir bei Colin das Problem, dasselbe werden wir bei Tequila kriegen. Dann haben wir die Verlängerung ja jedes Mal nur um 2 Jahre, ne? Bei Jojo würden wir mit 180.000 hinkommen. So, da fängt es schon mal wieder an. Du hast eine Stammplatzgarantie. Okay, er wird das so akzeptieren für 180.000. Das würde auch noch gehen bei Tequila. Könnten wir sogar noch ein bisschen runtergehen. 170.000. Er hat eine Stammplatzgarantie. Du bist Stammspieler. Und es wird auch noch gehen. Gut, dann gucken wir mal, ob das bei den beiden was bringt. So. Maverick ist total scheiße drauf. Unglücklich ist er. Der will echt gehen. Ja, Maverick will echt weg. Boah, das wird spannend, was wir da tun, Leute. Das wird spannend. Ihre Schwiegermutter kommt zu Besuch. Was ihre Frau ganz toll findet.
Ganz toll. So, Jugendmannschaften. Nimm die nochmal raus, kamen da nochmal neue dazu. Nö, aber in der B-Jugend. Anolo wird wohl auch gehen. Ja, wir gucken mal. Anolo muss nur wieder regelmäßig spielen. Wartet mal, kann ich nicht irgendwie auch bei den Verträgen, gerade bei Maverick oder so, Vertrag, Transferstatus ändern? Und zwar, wenn wir das hier schon mal, bisherige Ablöseforderung, wenn wir das hier schon mal hochschrauben. Zack. Naja. Wenn Anolo wieder regelmäßig spielt, dann wird das. Glaub mir das. Bloß müssen wir halt echt überlegen, wenn dann wirklich die Leute nicht mehr verlängern wollen, müssen wir sie im Winter verkaufen, mit Sicherheit. Also da kommen wir nicht drum rum, das Geld dürfen wir nicht herschenken. Vielleicht kriegen wir Rückkaufklauseln mit rein, dass wir, wenn wir wirklich aufgestiegen sind, die Jungs zurückkaufen können, aber... Sieht gut aus bis hierhin. So. /72, Maverick baut momentan gerade ein bisschen ab. Wieder 2-2 Ausgleich. Och nee. Jetzt hat er sich verletzt. Okay, dann müssen wir es so machen. Ihn hier rüber. Maverick noch rein. Och, und am Ende noch. Mann, in der 90. Noch verloren. Das ist doch wieder. Könntest du doch schon wieder. Kieler unterschreibt einen neuen Vertrag, Jojo unterschreibt einen neuen Vertrag. Das ist schon mal gut. Das bedeutet, welche Verträge werden jetzt noch wichtig? FIFA Rules, Colin Anolo natürlich. Jörn Huth auch. Gustavo Davalle sehe ich irgendwie weniger. Werden wir vielleicht verlängern. Ja, wobei, da müssen wir auch den Vertrag verlängern. Ne, der Davalle ist der überhaupt. Doch, der gehört uns. Cozy Thompson ist ausgeliehen, ne? Ja, da interessiert es uns nicht. Der Geier ist ausgeliehen. Und der Wallace ist ausgeliehen. Das heißt, die Jungen... Und er ist auch ausgeliehen, genau.
Campbell, Gonzalez ist ausgeliehen. Das heißt, wir haben Davalle, Hut, FIFA Rules, Colin Anulu. Und ich bin mir ziemlich sicher, wenn Anulu wieder regelmäßiger spielt, dann wird er auch einen neuen Vertrag unterschreiben. Da kriegen wir, werden wir uns irgendwie schon einig. Bin ich mir sicher, da werden wir uns einig. Und Maverick kriegen wir auch wieder in die Spur. Wie gesagt, unser Gehalt geht ja mittlerweile nach oben. Also es ist ja nicht mehr so wild, wie es mal war. Wir verdienen ja auch. Was ist das denn? TSV Viktoria Klarholz. Klarholz. Hauptsponsor stellt Siegprämien aus sich, das ist gut. So geht es nicht weiter. Müssen wir echt gucken. Unfaire Gehälter. Ja, das sind halt genau die Verträge, die wir da verlängern müssen. Hause schicken. Alter, der Name, guckt euch den an. Wie gut, dass wir den nach Hause schicken können. Den würde ich ja nie aussprechen können. Nie. So, und jetzt sieht es doch schon mal wieder ganz ordentlich aus. Haben wir noch jemanden, der aus der... Nee, nur ihn. Passt. Wie sieht es in der A-Jugend aus? Kam da nochmal irgendwas Neues dazu? Nö, aber da hätten wir den einen oder anderen, der dann definitiv für die zweite Mannschaft soweit wäre. Trainingsziele können wir aber nochmal kurz durchgucken. Im nächsten Stream wird es definitiv spannend mit den Verträgen, die wir noch haben. Ja, Sprungkraft, Robustheit, Rätsel, Manndeckung. Die entwickeln sich alle gut, ne, unsere Jugendspieler. Da kannst du schon nichts sagen. B-Jugend warten wir mal wieder, bis die soweit sind. Beziehungsweise dieser Florian Weiß, dem könnten wir, dem haben wir aber schon, ne? Ja, der hat schon. Gut, Leute.